Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Trouble on Xeon 2. Und da stellt sich mir die Frage, gibt es auch ein Xeon 1? Wahrscheinlich schon, aber nicht als Mod. Ja, das kann man vermutlich schon mal festhalten, denn diese ganze Sache hier spielt auf Xeon 2. Und das ist ein Keen 4 Mod, wie man schon so erraten kann. Und der ist schon relativ alt, von 2004. Und es ist ein weiteres Mal, oder naja, eigentlich nach einer halben Ewigkeit, ein weiteres Mal ein Teil der Abandoned Mod-Reihe. Und das hier ist besonders, weil es ist quasi Keen 4, aber es ist ein Skin-Mod, das hatten wir glaube ich auch schon ewig nicht mehr, von daher mal wieder zwei Dinge, die wir schon eine Weile nicht mehr hatten. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das an. Gemacht wurde das von Das Brot, ja, der heißt wirklich so, und zwar 2004. Und wir werden mal schauen, wie das so aussieht. Der Titelscreen hat auf jeden Fall schon so ein bisschen 2004 geschrien, muss man einfach sagen, und da ist ein roter Sweet Tooth Lake. Aber hier kann man tatsächlich sehen, hier gab es ein bisschen Remodeling, also Skin Mod halt, ne? Und wir schauen uns mal das hier an, und das sieht tatsächlich anders aus. In der Tat, das sieht anders aus. Und wir schauen einfach mal, ob der gute alte Trick der Altherrenabteilung noch immer funktioniert. Ja, tut er. Kleiner Fun Fact: Mein Commander Keen 4 Let's Play habe ich, glaube ich, so gestartet. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob ich das auf diesen Kanal getan habe oder doch auf den alten. Also, was heißt auf den alten? Also, im Grunde genommen gab es ja nicht so viele verschiedene Kanäle, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Stil. Ja, sieht erfrischend aus. Okay, cool. That happened. Interessant, dieses Replacement für die, I guess, Poison Slug, sah irgendwie kinda dead aus und konnte nicht gestunt werden. Irgendwie hat er die Hitbox verändert. Was zur Hölle war das für ein Ding? Interessant, interessant. Ich frage mich, ob da wirklich viel gemacht wurde. Zumindest konnte ich die Poison Slug nicht erschießen. Das muss jetzt prinzipiell nichts heißen. Okay. Ja, Armin, das hat schon mal funktioniert. Das ist halt wirklich einfach ein Lick, und wenn das Vieh sich bewegt, flickert die Scorebox da oben. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ansonsten, mal abgesehen halt von dem Reskin, ist das halt, naja, das erste Level, so wie man es kennt. Aber man hat zumindest sich die Mühe gemacht, wirklich so gut wie alles zu reskinnen, und das ist, glaube ich, ganz nett. Ja, ich glaube, das kann man schon mal sagen, dass es das ganz nett ist. Ich meine, es hat auch einen ganz anderen Flair, so wie es ist. Und da
Das ist irgendwie ganz cool, muss ich zugeben. Also, das hat einen ganz, ganz eigenen Charme. Und das muss ich auch schon mal so festhalten. Finde ich gut, ja. Aber sieht natürlich ein bisschen arg eigenwillig aus. Das kann ich nicht leugnen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich davon zeigen werde. Ich glaube, einen kompletten Run werden wir jetzt nicht machen, weil ich würde mal behaupten, dass sich das jetzt nicht so sehr lohnt. Wir werden uns ein paar unterschiedliche Level angucken. Warmer sieht auf jeden Fall, voilà, sehr interessant aus. Und ich glaube, das kann man schon mal so stehen lassen. Wir werden uns auf jeden Fall versuchen, ein bisschen was anzugucken. Ich frage mich, ob die auch wirklich so eine gigantische Hitbox haben. Okay, warum auch immer du hier bist. Niemand möchte. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, ja, die haben so eine gigantische Hitbox. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Wir nutzen mal die Gelegenheit und holen uns dadurch mehr Schuss. Weil, warum auch nicht, ne? Aber das war mal wieder Skypass, kennt man das Spiel, ja? Interessant, interessant. Kann man den dann auch so die ganze Zeit abschießen oder nur, wenn der. Ich glaube, die Grundmechanik hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Aber interessant zu sehen, dass sich zumindest die Hitbox verändert hat. Das ist ein netter Touch. Not gonna lie. So. Ich weiß nicht, vielleicht würdet ihr auch einen Pacifist Run ganz interessant finden. Warum auch immer der quasi immer da ist. Nicht schon wieder, ne? Okay, nachdem wir 100 Mal jetzt gefailt sind in dem Level, können wir jetzt doch mal gehen. Sieht auf jeden Fall heller aus, die Umgebung, und hat auf jeden Fall etwas. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns Chasm of Chills an, weil das ist ein schönes Level, um mal so ein paar Änderungen zu sehen. So, das war so nicht geplant. Lol. Okay, ich muss zugeben, die Idee. Okay, die Idee gefällt mir. Die Idee gefällt mir wirklich. I kinda do like that idea. War natürlich mal wieder auch Vorführeffekt, da runterzufallen. Aber naja, normalerweise kommt man da hoch. Mit einem Impossible tut man das auch. Und da hat man ganz, ganz kurz den Flork gesehen. Ja, der heißt wirklich so. Habe ich extra nachgeguckt. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, die wurden irgendwann mal. Nochmal verwendet. Heilige Mutter Gottes, sieht das cursed aus. Das sieht. Ach. Das. Die, Das sind ja wirklich Poison Slugs. Also, ich meine, ich wusste schon, dass es Poison Slugs sind. Aber. Dass die wirklich ihr Geschäft da machen. Das, Jo.
Habe ich jetzt nicht erwartet. Auch weil ich sie das so vorhab nie machen sehen. Okay. Der Look hier ist cursed. Also richtig, richtig cursed. Weil es so einfach so aussieht, als wäre das hier irgendwie Blut. Ja. Kommen sie. Okay, sie kommen nicht zurück. Hallo. Oh, ist das cute. Guck mal, wie der läuft. Ja. Ich wusste es, dass das passieren wird, in dem Moment, wo ich nochmal drauf geschossen habe. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall diesen cursed Look nicht mehr antun. Ja, ich meine, es ist halt wirklich cursed. Wie sieht das hier aus? Das sieht immer noch cursed aus, aber weniger cursed. Hat mir fast ein bisschen leid, aber nur fast. Interessant mit diesen Flaschen da, dass das Memrocks sind. Die Idee gefällt mir irgendwie. Die ist so herrlich absurd und trotzdem irgendwie cool. Hier beim Rückweg muss ich auf jeden Fall aufpassen. Die laufende Flasche. Könnte man auch als Witz ansehen, wenn man das so nennen wir es mal betiteln möchte. Aber gut, ich glaube, den Witz werde ich nicht weiter fortführen. Okay, wir gehen nicht oben lang. Wir gehen auch nicht da lang. Wir gehen scheinbar ganz oben lang. Okidoki. Ah ja. Okay, das sieht kinda cursed aus. Die bleiben irgendwie. Okay, whatever you are. Oh, thank you so much for. Okay, das ist normal, aber es sieht halt aus wie. Keine Ahnung. Generell, und das muss man vielleicht irgendwie positiv hervorheben, ich weiß nicht. Also, sieht das alles sehr cursed aus. Was haben wir hier? Ich schätze mal, sieht aus wie bei den anderen. Okay. Wir haben irgendwie generell so ein Problem mit, I don't know, existieren. Die sind halt Literatur zu groß für ihre eigene Existenz. Das ist, sagen wir mal, so problematisch. Natürlich nicht für uns, aber für die definitiv auch schön, wie sie das in den Himmel setzen. What are you? Prince? Okay. Das hat mich durchaus ein bisschen zum Lachen gebracht. Einfach nur, weil es so cursed aussieht. Ich finde es aber interessant, dass sich der Modder wirklich die Mühe gemacht hat, mit den anderen Skins, die er da verbaut hat, beispielsweise in Crystalis, dass das tatsächlich komplett anders aussieht. Also auch mit den Schuss und so. Das ist ganz cool. Oh wow. Das Spiel hat tatsächlich zwei Schuss gefressen. Ich habe extra zweimal geschossen, um sicher zu gehen. Und was haben wir bekommen? Gar nichts.
So, wie sieht San Diego aus? Oh, wollte erst sagen, schön grün, aber tatsächlich sieht es literatur-cursed aus. Also auch mit diesen Farben. Unpraktisch. Very, very unpraktisch. Okay, wir werden mal nicht speichern und versuchen, diese Stelle irgendwie zu regeln. Okay, das ist natürlich schlecht, wenn der da hinten klamüsert. Tot. Okay, das war schwieriger als es ausgesehen hat. Auch weil diese Gegner halt The Hitbox of the Verderbening haben. Oh, wow. Ja gut, damit konnte jetzt keiner rechnen. Gut, gehen wir davon aus, LiveAuto-OS, das sieht aus wie die anderen Varianten. Schätze mal, da gibt es jetzt nicht so die große Unterscheidung, aber das sieht interessant aus. Wie funktionierst du? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Literatur nicht. Ja, das Interessante diese Stelle, schon wieder gefressen, diese Stelle lässt sich natürlich jetzt nicht mehr so machen wie das Original, weil die Poison Slugs oder wie auch immer sie hier heißen mögen, deutlich größer sind als im Original. Das heißt, das benötigte Timing ist natürlich ein komplett anderes. Zumindest für Pacifist ist das eher ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, Pacifist dürfte allein wegen Pixel Perfect Pogo Jump nicht möglich sein, der an ein paar Stellen gemacht werden muss, den wir hier logischerweise nicht machen können. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns auf jeden Fall auch eine Pyramide kurz an. Und zwar jene dort, weil wir sie in den Pacifist Runs eh nicht häufig sehen. Und das sieht wieder ein bisschen cursed aus. Not gonna lie. Auch interessant, wie sich manche Dinge nicht wirklich verändert haben, sondern halt einfach nur cursed aussehen. Ist wahrscheinlich nicht so einfach. Gut, wie ich nichts sehe. Gut, wie ich absolut nichts sehe. Aber naja, wir müssen jetzt nicht unbedingt Pyramid of the Forbidden angucken. Interessant wäre es natürlich trotzdem, aber ich will mir noch den Sweet Tooth Lake angucken. Und dann würde ich sagen, haben wir schon genug gesehen. Okay, Isle of Tar ist einfach nur Isle of the Red irgendwas, something, something. Who knows? Quietschender Stuhl macht quietschende Geräusche. Und irgendwie, frisst das hier bevorzugt meine Munition. Kann euch nicht sagen, wieso. Aber immer wieder was Nettes, wo ich mich bis heute frage, warum das existiert. Warum existiert das hier? Einfach nur, um aus Spaß da reinfallen zu können? I don't know. I don't know. Ganz, 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 ganz doll weird. Und Fun Fact am Rande: Ich nehme das einen Tag früher auf, weil ich eventuell
morgen am Donnerstagabend keine Zeit habe aufzunehmen. Von daher always good, wenn man sich so einen Tag früher die Zeit dafür nehmen kann. Okay, wir durften auf jeden Fall feststellen, dass die Hitbox scheinbar nicht verändert ist, auch wenn es so aussieht, als ob sie anders wäre. Okay, wir gucken mal, wie weit ich komme im Nicht-Pacifist-Modus, der sich eigentlich, mal abgesehen von der einen Stelle, kaum in irgendeiner Form unterscheidet. Okay, das ist natürlich ungesund jetzt gerade. Ist sogar sehr, 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 sehr ungesund. Bin auf jeden Fall gespannt auf, Okay, das war unglücklich. Wir sind auf jeden Fall nicht sehr weit gekommen. Ich sehe auch meine Katze, die raus will. Aber wir schauen uns noch, würde ich sagen, okay. Das Level ist cursed, das schauen wir uns doch nicht an. Das ist sehr, sehr cursed. Ich weiß, ja komm, wir schauen uns wenigstens das Replacement von den Dobbyfish an. Okay, die Shikari Mine ist halt einfach, keine Ahnung, ein schwimmendes Kissen. What the heck? Sieht das eigentlich aus, wenn ich gegen dieses schwimmende Kissen fliege? Okay. Ja, Tächer, einen ganz, ganz kleinen Moment. Ich will mir noch einen Gegner angucken. Oder zwei. Will ich mir zwei angucken? Ich glaube, uns fehlen noch zwei Gegner, oder? I'm not sure. Okay, das sieht cursed aus. Okay, jetzt haben wir den Treasure Eater gesehen. Ist ein blauer, herumhampelnder Dude, der einfach nur ein bisschen peinlich aussieht. Aber gut, man darf nicht vergessen, das ist von 2004 und vermutlich von jemandem gemacht, der etwa mein Baujahr hat. Also dürfte der dementsprechend nicht so alt gewesen sein. I guess. Keine Ahnung, warum ich da gerade geguckt habe. Und Techa, ja, ich lasse dich gleich raus. Ich will mir nur noch dieses Level angucken. Kann man das abschießen? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier fehlt einfach der Lick. Kann man machen, I guess. Finde es ja interessant, wie das wirklich einfach nur ein Reskin ist, der quasi dieselben Probleme hat wie das Original. Vielleicht könnte ich auch einfach mal speichern. Das wäre womöglich eine gute Idee. Ich habe auch aus Spaß etwas getan, wo ich mal gucken wollte, was da passiert. Komme ich da lebendig rüber? Was zur Hölle? Die Thunder Cloud ist einfach ein UFO. So, was passiert eigentlich? Ich habe jetzt extra Safe. Ah, die Safes werden nicht übernommen. Ah, ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt so einen Spaß erlauben und die Safes von anderen Kinder einfügen und gucken, was passiert. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Ja, ich glaube, so ein kleines Short für die Zukunft wäre da eine gute Idee. Auf jeden Fall, das war Trouble of Xeon 2. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, hatten wir auch mal wieder einen kleinen Mod. Ja, hatten ja zuletzt dieses. Jetzt ist der Redaktion der Name entfallen. Ja, dieses Video, das ich Commander Keen for Everyone genannt habe. Dass ich, glaube ich, an einem Punkt sogar falsch benannt habe, was scheinbar niemand aufgefallen ist, aber mir. Aber natürlich erst nachdem ich es fertig hochgeladen hatte, also so wie immer. Aber gut, das war's für heute. Ich wünsche euch
Dann schon mal jetzt, weil das kommt ja quasi morgen am Donnerstag, kurz vorm Wochenende. Ja, das heißt, wenn ihr das guckt, seid ihr dabei, gerade den Freitag zu überstehen. Von daher würde ich schon mal sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, grüßt mir die Sonne und macht's gut.